Recht herzlich willkommen zur 192. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir diese Güterzüge hier gemacht, die ja gerade so ganz langsam gemächlich da reinfahren. Habe ich, glaube, letztes Mal überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe nur geguckt, Güterlänge, passt das hier in den Dingens rein von der Länge, aber dass der jetzt hier da lang schleicht, ne, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ne. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja der 56. Schafft der überhaupt 100 km/h? Der ist aber auch gerade leer. So wie es aussieht, schafft er leer noch nicht mal die 100 km/h, oder? 78, 80, 81, 82. Doch, er kommt vielleicht auf 100. Doch, er schafft die Leerfahrt, schafft er mit 100 km/h. Gut, lassen wir mal laden. So, jetzt hat er 468 Tonnen da dran und jetzt ist Sabbat mit Schnellfahren. Wo ist er? Da ist er. Fährt jetzt da gerade vor. Und jetzt ist er auf dem geraden Stück. 70, 71. Ja, da ist bei 72, glaube ich, Sabbat oder sowas. Ja, können wir gerade noch so mit leben, würde ich sagen, oder? Ja, da haben wir gepennt. Ist jetzt aber so. Müssen wir schauen. So, nächstes Ziel ist dann zu schauen. Machen wir hier auf, machen wir da auf. Gucken wir wartend, absteigend, habe ich schon. Das waren die 34.000 Gerste, die haben wir gerade bearbeitet, ne? Lilienthalstraße, oder? Nee, haben wir das? Wieso wartet denn da so viel Gerste? Ach, zur Klosterbrauerei, okay. Das ist dann die LKW-Verladung, die da nicht läuft, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, da fährt ja gerade auch wieder einer los. Der ist aber der falsche. Dann muss der richtige sein. So sieht's aus. Linie Getreidebrauerei. Komm, können wir auch so aufmachen, ist einfacher. Da fährt auch nur noch ein LKW, das ist doch schlecht, ne? Dann müssen wir mal gerade noch mal mehr da drauf setzen. Machen wir hier unten erstmal Getreide auch. Da haben wir auch 5 LKWs. Der ist, glaube ich, auch nicht veraltet. Und da gibt es sogar 5 Anhänger für. Weiß ich, wie hieß die Linie? Getreide. Brauerei. Kopieren. Und starten. Ja, lassen wir erstmal mit 3 dazu machen. Wird wohl funktionieren, denke ich. Und das muss dann abgebaut werden. Dann können wir den schließen. Und gucken hier weiter. So, da sind wir dann auch dran. Und mal gucken, wie die das leer kriegen da. Der Rest sieht eigentlich ganz manierlich aus, oder? 1200 zum Ostdeutschen Rathaus. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Okay, das ist was anderes. Das ist noch mehr anders. Kann man kaum lesen hier. Und den habe ich nicht erwischt. Das war aber auch kein Bus. Auch nicht. Der ist wahrscheinlich offen, deswegen geht das nicht. Rathof zur West. Ich glaube, wir gehen mal gerade aufs Rathaus und gucken da selber nach der Detailliste hier. Rathausbahnhof fährt hier. Die beiden machen das. Der fährt rote Zahlen hier ein. Wo fährt denn der noch hin hier? Ostdeutsches Rathaus nach Eggerfelder Straße. Wo ist denn die Eggerfelder Straße?
Machen wir das alles zu. Ach so, das ist hier irgendwie so ein neuer halt wahrscheinlich, ne? Und dann haben wir noch die Kapellenstraße. Auch da, wo nichts los ist, ne? Deswegen fährt er so große Umwege dann teuer. Aber wollen wir ja bedienen, also soll das auch so bleiben. Ach so, jetzt habe ich nur den einen gemacht. Ich hätte die Haltestelle vielleicht offen halten sollen und nochmal die zweite Linie angucken, ne? Gucken wir doch mal die zweite Linie auch noch an. Das ist die Ost. Und die fährt ja mehrere Strecken an. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich, ne? Wie, ach so, warte mal nochmal. Wie viel halten denn nach hier für einen Rückweg zum Bahnhof sind nicht genug da? Schwierig. Die wollen nur zum Ostdeutschen Rathaus und von der Lilienstraße zurück will keinen. Also wollen auch ein paar, aber nicht so viele. 53. Auf Dauer rechnet sich das nicht, oder doch? Das ist die Frage. Würde jetzt bedeuten... Wieso habe ich jetzt hier nur LKW und Anhänger in dem Depot? Das ist ja jetzt, ach so, weil hier noch Gerste ausgewählt ist, alles klar. Busse sind jetzt auch da. Was ist denn das hier für ein Bus? 44 Passagiere. Ist der neu? Das ist der günstigste, ne? Der reist am meisten. Die Frage, welche der bessere ist. Der ist neu, oder? Ja. 50 km/h, mehr geht sowieso nicht. Ich nehme mal den und baue einen Fahrplan. Da, noch da. Sehr schön, dass er das jetzt nicht angenommen hat. Ja, noch besser. Dann lass uns das mal nochmal hier checken gerade. Irgendwo muss da ja jetzt Linie stehen. Ist das nicht eigentlich immer unten? Hat er das jetzt gar nicht genommen? Ich glaube, das hat er gar nicht genommen. Ich habe irgendwie die Karte gedreht, ne? Das war definitiv auch eine falsche Taste. Und das hier ist die richtige. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon... Ne, das ist die richtige Ansicht. So, jetzt nochmal hier. Wir haben den Bus. Und der hat einen eigenen Fahrplan. Okay. Neue Linie müssen wir drücken und dann können wir das umbenennen. Und das heißt dann Rathaus Bahnhof. Und weiß jetzt nicht, ob das so heißt. Ne, ich glaube, jetzt muss ich neue Linie klicken, dann passt's, ne, oder? Mach das mal zu. Jetzt haben wir mehrere Linien löschen. Und diese hier ist jetzt Radolf Zell. Rathaus Bahnhof. Jetzt wird das Schreiben schwer. Passt.
Da wollen wir noch so ein Strichlein zwischen machen. Und Schuss. Und der startet dann auch gleich. Zack. Weg ist er. Jetzt kommt er da raus und wir übernehmen und gucken uns das an. Hat schon 22 Passagiere da geladen. Das ist ja schon mal was. So, jetzt lassen wir schneller laufen. Wir wollen mal gucken. Ja, der fährt da ins Plus. Weiter ins Plus. Ja, das geht immer hoch. Ja, gut, der rentiert sich dann. Haben wir das schon erledigt. Der fährt die irgendwann runter, will ich hoffen. Und irgendwann müssen wir wieder gucken, ob sich dann der Bus da noch rentiert. So, dann haben wir hier noch das Geschichte. Die war ja klar. Wir gehen mal, ach warte, wir machen erstmal hier nochmal auf. Und gucken, wartend absteigen ist richtig. Das haben wir erledigt. Da waren wir letztes Mal dran, ne? Das wird auch mit 28 weniger. Das passt also. Döbelnmühle Betriebshof. Döbeln Waldweg. Da sind noch 17.000 Tonnen Gerste wartend. Müssen wir nochmal gucken. Ja, da müsste noch was passieren, ne? Wer fährt denn da und macht die Gerste da? Da ist da unten ein Güterzug. Der wird das sein, oder? Südostwald. Südostwald passt. Der ist es. Linie. Nur ein Zug drauf. Alles klar. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir mit dem machen. Der ist also bei beiden beladen. Der fährt schwarze Zahlen. Dann haben wir hier noch wie viele Paletten liegen. Oh, Paletten sind auch noch reichlich. Das bedeutet, wir können den Zug da auch noch mal optimieren, ne? Da können wir noch einen draufsetzen. Fahren wir mal zum Dingens hin, zum Depot. Und bauen noch einen Zug in dieser Form. Loks. Die. Waggons. Was hat denn der dahinter hängen? Sehe ich so nicht. 3 und 3, okay. 3 für die Gerste dann. Das ist der. Und die anderen sind ja weniger, ne? Ja. 3 davon. Und das andere sind dann Paletten. Haushaltsgeräte sind bestimmt auf Paletten. Das sind dieser, oder? Wie viel hat der? 20 Paletten. 25, 23, 31 ist das meiste. 31 ist das meiste. Okay, 92 bis 100 km/h kommen wir klar mit. Linie GZ Döbelnland. GZ Döbelnland. Und ich denke, wir schmeißen da 2 von drauf. So, dann haben wir das. Das auch. Und dann müssen wir mal gucken, wo der so lang fährt, dass wir da vielleicht noch was ausbauen. Auf jeden Fall hier oben müssen wir was machen, damit die anderen da vorbeikommen, ne? Ich glaube, wir machen mal hier eine Überholspur hin oder so, ne? Dann müssen wir gleich nochmal das anpacken, was wir da gebastelt haben. Müssen aber erstmal Erdbearbeiten machen. Den da. Warte, hier drüben auch noch. Eine Schräge, die so geht. Passt. So, und dann Gleis arbeiten. 100. Ja, machen wir so. So. Fährt da lang. Bis da. Da runter. Und hier machen wir das gleiche nochmal in grün. Fährt da lang. Zieh mal durch, oder? Bis da lang. So, dann Signale. So, ist richtig. Hier. Dreimal klicken. Passt. Und
Passt auch. So, das bedeutet, die fahren da lang, die fahren da lang. Jetzt müssen wir nur die Linie noch anpassen für den Güterzug. Das schließen, das brauchen wir nicht. Das ist der, der da drauf fährt, ne? Genau. Einmal den Fahrplan bitte, einmal Linie ändern und einfügen. Südostwald, dann müssten wir den Wegpunkt einfügen, dann fährt er dahin, kommt nach Döbeln dahin und anhängen auf dieser Seite. Passt. Jetzt, ach, der fährt sogar schon da lang, das ist ja cool. Leider hat der da angehalten wegen dem doofen Auto, was darüber gefahren ist. Gut, das bedeutet, wir können das schließen, gehen mal einen Schritt raus und schließen das hier auch, oder? Der kann zu, ja. Kann zu, kann auch zu und wir gucken, wie die klarkommen mit dem Überholen hier. Kein Güterzug da, da kommt der erste. Ah, der hat gerade überholt, wunderbar, das funktioniert da oben. Das war unser Ziel. Da unten weiß ich nicht, ob das klappt. Da ist einer und da oben kommt ein Weißer. Und der fährt da auch dran vorbei, denke ich, oder? Schafft er das? Der muss das schaffen. Tut er auch. Ja, das ist das Ziel, das haben wir erreicht. Und hier? Okay, da sehe ich schon, wie es hakelig werden, oder? Der muss jetzt da raus und dann wartet. Oh, wenn da jetzt einer kommt, dann, nee, ich glaube, wir müssen hier noch, da kommt er auch schon. Der muss jetzt nämlich warten, das heißt, wir müssen da vom Gleis definitiv noch runter. Wir müssen hier noch was machen. Gut, und dann das Signal dahin, dass die auf gar keinen Fall auf dem Gleis da warten. So, jetzt kann der da lang fahren, oder? Sollte er wenigstens tun. Der fährt da lang. Warum fährt der nicht mehr? Warte auf freie Strecke. Okay, der weiß noch nicht, dass das da ist. Jetzt macht das natürlich. Hat die anderen natürlich auch aufgehalten, ne? Nur die Frage, aber da war gerade keiner. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Sieht eigentlich so ganz. Ah, da war jetzt einer, der da ist. Der überholt den aber, oder? Ja, macht er. Oder? Ja. Klappt soweit. Ich glaube, wir können hier noch ein Signal zwischenmachen. Haben wir ja noch ausgewählt. Dann kann der weiße Zug noch mehr aufrücken. Dann ist er noch schneller vorbei. Machen wir vielleicht hier auch noch eins hin. Dann ist das da auch besser. Dann kommen die Schnellzüge schneller dahinter. Gut. Können wir hier schließen? Da auch schließen. Läuft, oder? Dann sollte das hier auch abgebaut werden, was wir da noch haben an Dingen, sag schon. An Paletten genauso wie an Getreide. 18 und 3,4. Lass mal gerade ein bisschen laufen. Der hat da gerade wieder einer überholt. Super. Ja, da auch gerade. Läuft. So, 18 und 3,4. 18 bleibt, 3,4 ist aber auf jeden Fall weniger. Die Paletten werden runtergearbeitet. Sieht so aus, als ob die 18 gar nicht weniger wären. Wieso wird denn das nicht weniger? Die fahren doch da voll beladen weg, oder?
Milchwarte da auch noch, aber nicht so viel. Verstehe ich jetzt nicht. Die 18.957 werden nicht weniger. Ist ein Bug. Darunter sind 17.000. Diese Zahl geht runter, die da oben nicht. Das müsste ein Bug sein, oder? Ja, sieht so aus, oder? Nee. Während diese Zahl runtergeht, gehen die anderen dann automatisch hoch. Und das ist komisch. Ist da dann ein Schiff im Hafen, was permanent löscht oder sowas, ha? Oder wie sehe ich das? Versteht keiner, oder? Auf jeden Fall wird es hier weniger, definitiv. Dafür wird es hier unten mehr. Tja, komisch. Ach so. Der Zug kommt ja mit Getreide dann wieder, mit Weizen wieder, richtig? Der hat ja dann auch geladen und was er wieder mitnimmt, ist klar, das wird ja auch umgeschichtet, dann passt es ja. Genau, und der Rest muss ja dann mit dem Schiff wird er dann ja weitergebracht. Gut, dann habe ich das ja doch noch wieder richtig hingekriegt, doch kein Bug. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein würdet. Macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch kein Abo haben solltet, dann macht ein Abo und ja, was haben wir sonst noch? Ja, Kommentare natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr was reinschreibt. Dann kann ich euch auch dazu was antworten. Wir können was verbessern. Ihr könnt eure Ideen einbringen. Machen wir dann, ne? Alles klar. Falls ihr Bock habt, teilt das Video an den anderen mit. Dann kriegen die auch mit, wie schön dieses Simotrans doch ist. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.